Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Hesperia. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben im Turm von Tarkaron. Das ist übrigens eine Neuaufnahme, da bei der Erstaufnahme, also ich konnte überhaupt vergessen oder keine Ahnung wie das passieren konnte, wurde das Bild nie umgeschaltet auf Delgato, deswegen wurde Delgato nicht aufgenommen, sondern man hat die ganze Zeit das City-Bild gehabt und das, naja, ist halt ein bisschen blöd. So, und deswegen mache ich mit euch das Ganze nochmal, ja, gemeinsam einfach nochmal durchgehen. Ich habe ja schon den Rest aufgenommen, deswegen müssen wir nur zu dem Punkt spielen, wo ich ja aufgehört habe. Beziehungsweise, ja, kurz gucken wir uns das nochmal alles an, ich weiß ja ungefähr schon, was ich gesehen habe. Hinweis, das Ding ist riesiger, als es aussieht. Das Ding ist ein Monster. Wer hat diese riesige Stadt gebaut? So, hier haben wir nochmal mal ein paar Items. Nehmen wir mit. Und rauf mit uns. Wow, sieht schon schön aus, nicht wahr, ne? Und hier müssen wir an diesem Vollidioten vorbei. Oh Gott, hat er mich bemerkt? Ich hoffe mal, ne? Sonst wird's gefährlich. Oder ich laufe mal hier lang. Ey, hier war ich auch gar nicht gewesen. Geiler Scheiß, ne? Wir lernen mal neue Gegenden kennen. Ist ja cool. Ey, komm her. Ich schwöre, ich werde euch töten. So. Und Attacke. So, mache ich mir schnell Max Auge. Ich kann jetzt so alter Verschwenderisch sein, wie ich ja will. So, komm her. Und steh auf. Sehr gut. Und? Yes. Und du auch. Und stirb. Danke. Auch wenn jetzt die XP gar nichts mehr bringen. Ich meine, ich habe das jetzt schon aufgenommen alles. Von daher kann ich jetzt nur noch das erkunden, was ich schon gesehen habe. So. Das heißt, Kämpfe werde ich Schweißgeld jetzt vermeiden. Bringt mir eh nichts mehr, ist eh schon vorbei. Also für mich bringt es gar nichts mehr zu kämpfen. Also nicht, will euch nichts mehr angucken werde, ja. So ist jedenfalls, ne. Hier haben wir einen Trunk, okay. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Der bleibt da stehen, wo er ist. Ist auch aus. Ja, das ist echt ein richtig geiler Ort, um es mal so zu formulieren. Genau. Spezifik. Und hier, ich glaube, hier war Sackgasse. Da vorbei, der aggressiv wird. Sonst hast du ein ganz anderes Problem, Juri. Übrigens, sieht schon geil aus, die Gegend, nicht wahr? Hast du ein bisschen was von. Ich weiß nicht. Es war online, fehlte Ballet? Oh, fehlte Ballet. Oh, das war geil. Vorbei. Und da geht's jetzt weiter. Mal kurz auslaufen lassen. Weil das Wirkung schnell aufhört. Und du kommst jetzt her. Ich werde dich töten. Aber erstmal mach ich das Auge. Mal, du hast. Auf in Schwäche, okay. So. Na komm her. Und stirb. Oh Gott. Und stirb. Na komm. Ich weiß auch noch nicht, wie man die ganze Teleporte aktivieren soll. Jetzt, wo ich schon viel weiter bin im Spiel als jetzt. Naja. Also, es ist echt wirklich riesig, dieser ganze Laden hier. Perfekt. Bringt mir zwar jetzt wenig, aber man kann es ja trotzdem sammeln, nicht wahr? Und jetzt beginnt der
Anfang vom Ende. Jetzt geht's da hoch. Genau, hier ist nichts mehr. Hey, da wollte ich mal lang. Gut, dann machen wir mal Heiliger Trank an. Und los geht's. Den Weg wollte ich auch mal schnell angucken. Den habe ich jetzt auch noch nicht erkundet, als ich meine erste Runde hier war. Ah, ein Trank. Das ist hier nichts mehr, okay. Wow, der Limitrunk, der hätte mir vielleicht geholfen beim späteren Verlauf hier dieses Spiels. Aber na gut, ich habe ihn jetzt leider nicht. Ich muss leider damit leben. So, jetzt geht's da weiter hoch. Jetzt kommt eigentlich, glaube ich, da diese Doppeltür, oder? Genau, die kommt da. Nehmen wir das noch schnell mit. Dogma des Kriegers. Ja, die hat uns ein bisschen geholfen, aber nur ein bisschen. Wie gesagt, ich habe ja schon weiter aufgenommen. Ich mache das nur jetzt nur re-recorden, weil ich jetzt fertig bin, Banner. Hauptsächlich deswegen mache ich das jetzt fertig, dann mache ich eigentlich Pause. Du musst wissen, wir haben es jetzt gerade. Ja. Nach 16 Uhr. Ich habe jetzt von heute 9 Uhr noch was angefangen aufzunehmen. Oh, scheiße, wir sind gefangen, ne? Na gut, nicht mehr lange. Los geht's. Perfekt. Das Geld müssen wir jetzt lösen. Na dann. Los, ich fange hier an. Und jetzt geht's rein. Perfekt. Wir müssen das Ganze lösen, um weiterzukommen, also in den nächsten Bereich. Man ist alles im Arsch. Die ganze Bahn ist im Eimer. Ah, na gut. Was ist nicht im Eimer? Und? Perfekter One-Shot. Ich bin besser geworden, ne? Beim ersten Mal habe ich hier gar keinen One-Shot hingelegt. Zwar habe ich mal beim dritten Schuss reingegangen. So, die Kugel. Ja, mit einmal runter. Wow! Mit einem Schuss war jedem eingelocht. Das ist cool. Heißt, wir können jetzt den Ausgang nehmen. Da können wir übrigens auch nicht lang. Ich weiß auch nicht, was da ist. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Na gut, wir gucken mal weiter. Also, jetzt sind wir schon am Ende dieses Punkts. Genau, speichern will ich nicht. Ich weiß ja genau, dass ich schon gespeichert habe an der Stelle. Da ist noch was. Limitrunk. Habe ich den überhaupt eingesammelt? Ich weiß nicht. Ich bekämpfe noch ein paar, komm. Tja, wir auch nochmal kennenlernen, ne? Da, das ist ja das hysterische Purpur, das Ding ist wirklich sehr hysterisch. So hysterisch, dass es mich sogar auf den Tod nicht ausstehen kann. Okay. Läuft. Läuft. Ich würde mal sagen, ich werde euch noch eine kleine Premiere jetzt nochmal liefern in diesem Part. Ich werde mir jetzt nochmal eine Gelegenheit suchen und ich denke mal, da werden wir nochmal einen Gegner finden. Wir haben ja noch zwei Mystic Arts nicht gesehen, von Raven und von Carol. Und ich denke mal, aus Freundlichkeit werde ich euch jetzt mal beide mal herholen. Dass die mal mitkämpfen. Und ihr mal die Mystic Arts von ihr zu gesehen bekommt. Bezahl ist aktiv. Ah, Judith, okay. Okay, hat sie auch mal gehabt. Oder? Meine ich zumindest. Gut.
Ich werde euch mal beide Mystic Arts mal präsentieren. Ich habe sie auch noch nie gesehen. Leck mich, warum hast du mich... Warum gabst du Anschlussangriff? Ich habe doch von vorne angegriffen. Ich habe den von vorne genommen. Na gut. Das Spiel ist eh schon mal eine Verarschung. So. Jetzt fangen wir an. Ich schalte um auf Judith. Guck jetzt nach, welche Art wollen wir aufschalten, die als Arkanart gilt. Ich brauche erstmal eine Arkanart für den Hauptangriff. Genau. Dann würde ich sagen, nehmen wir das und Judith wird uns jetzt das einmal präsentieren. Uff, das war geil. Ich würde sagen, Raven hat ja auch noch eine Mystic Art zu präsentieren. Die werden wir uns jetzt auch nochmal anschauen. So als geilen Abschluss für diesen Part, damit ihr überhaupt mal was Geiles gesehen bekommen habt. Wie gesagt, ich habe die auch noch nie gesehen. Von daher würde ich mir sie auch gönnen. Ja, gib mal eins auf die Fresse. Komm. Genau. Jetzt geht's los. Umschalten. Raven, was machen wir mit dir? Welche Arkana wollen wir abfeuern? Tanzbär, okay. Dann wollen wir mal. Geil. Damit haben wir eine Mystic Up mal. Gut, da haben wir meine Mystic Art zwar von beiden mal gesehen. Komm. Das war auch cool, ne? Wir haben eine bei Mystic Arts mal gesehen. Das war auch geplant so, weil... Belastung des Herzens. Ja. Wahrscheinlich weil jetzt Raven seine Mystic Arts erst abgefeuert hat. Kann ich verstehen, dass jetzt... Okay. Raven geht niemals auf Platz 1, also... Na bitte. Das wäre doch behindert. Komm her. Abschluss des Parts wahrscheinlich jetzt. Ich weiß eh noch eine Record-Aufnahme, aber ihr habt mal eigentlich alles gesehen, was ich eigentlich im letzten Part so alles getrieben habe. Ich habe wirklich nicht so viel gemacht. Ohne Witz. Weil ihr könnt euch so vorstellen, weil jetzt geil, was ein Bosskampf kommt. Wir haben ja schon den Speicherpunkt gleich dafür gesehen. Und weil ich die Skizkunde eingehen wollte, dass wirklich da was episch kommt und ich hatte sogar recht gehabt. Habe ich gesagt, ja. Ich lasse es. Oh geil. Double Todesfinish. Legen wir doch alles rein. Geil, jetzt haben wir auch mal den Text gehört, weil sie jetzt ihre Mystic Art freigesetzt hat. Ja, ich hab die doch nie eingesetzt. Was mich mal jetzt kassieren würde. Ich schalte jetzt mal um. Welche Art kann ich mal von ihr mal auf die sogenannte als Arkanart mal abfeuern? So, einmal ausprobieren. Delight, delight.
Geiler Scheiß. So. Dann schalten wieder um auf Fury und Gero. Jetzt töten wir euch alle. Ja, nur für den Partner dazu, um ein paar Sachen zu anzugucken hier, ne? Das macht doch der Part doch so geiler, ne? Wir müssen jetzt eigentlich fast am Ende sein, dort wo ich aufgehört habe. Der erste Tor. Genau. An der Stelle beende ich den Part. Im nächsten Part geht es ja dann hier nochmal weiter. Ich habe ja schon weiter aufgenommen gehabt. Also daher, Kommentar werde ich nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.